Wir von Better Together haben so viel zu tun, dass wir gar nicht wissen, was wir als allererstes erledigen sollen. Herzlich willkommen zu Better Together Folge Nummer 6. Hallo Max. Hallo Marc. In dieser Woche steht ein richtig cooler Release an, nämlich Bioshock Infinite. Und passend dazu haben wir einen coolen Tag für euch vorbereitet, nämlich... Wir zeigen euch den Klassiker System Shock 2. Richtig, bleibt also dran. Und wir haben uns gedacht, ja, wir wollen dich auch mal System Shocken. Deswegen haben wir diesen Taser hier besorgt. Und damit wollen wir das Ganze mal an dir ausprobieren. Ah! Es funktioniert. Max? Max? Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine? Zum Release von Bioshock Infinite erzählen wir euch ein wenig was über den Quasi-Vorgänger, nämlich System Shock 2. Ist 1999 erschienen von Irrational Games. Ja, und der Max, der hat sehr viel Ahnung davon, habe ich gehört. Genau, das ist System Shock 2 sozusagen der Vorvater von Bioshock. Anfangs sind wir ein frischer Rekrut von den USS Space Marines und lassen uns hier ausbilden. Da kann man sich zwischen drei Klassen entscheiden und nimmt dann fortlaufend an so einem Training teil, wo man seine Fähigkeiten festlegt. Man kann zwischen Marine, Navy, Ops und so einem Sea-begabten Kämpfer nehmen. Ja, jedenfalls landet man später auf der UNN Von Braun. Das ist so ein Raumschiff quasi. Ja, so ein Hypergeschwindigkeitsschiff. Und da ist irgendwas Schreckliches passiert, wie wir dann später rausfinden. Hier sieht man so eine Zwischensequenz mit Kameraverfolgen. Aber was passiert ist, weiß man nicht, oder? Anfangs, die Entwickler von Rational Games haben dann einen frischen Ansatz gewählt. Und zwar die Sachen, die man zum Beispiel aus Marshall kennt, diese Audiolog-Bücher, die gibt es dort. Über diese Audiolog-Bücher wird halt eben die... Geschichte transportiert, das ist eben die Besonderheit davon. Und es gibt quasi so keine Cutscenes. Reinitializing memory streams. Restoring patient memory. Watch out. I'm getting strange. Hier sehen wir zum ersten Mal die Spielgrafik. Realisiert mit der Dark Engine übrigens, die Fans sicherlich aus Weave Dark Projects kennen dürften. Ja, die war leicht verbessert sogar. Ganz leicht verbessert, aber die war seinerzeit auch sehr angestaubt. Das wurde dann in den Presseberichten kritisiert. Aber ich finde, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Das ist nach einem Patch. Es gibt eine ziemlich treue und fleißige Community, die das Spiel auch mit HD-Auflösung remastert hat, wie man so schön sieht. Nach dem Patch sieht es ganz cool aus. Ja, es gibt wie gesagt diese Audiologs. Hier gibt es zum Beispiel so ein Hacker-Modul, das können wir dann hacken. Aber weil wir noch nicht über die Fähigkeiten verfügen, hören wir mal den in Audiolog rein. Und dort wird uns eben das Passwort mitgeteilt von einem ehemaligen Crewmitglied, das gestorben ist. Genau, dort sehen wir das 45100 ist das Passwort. Das kann man sich dann zwecks Atmosphäre komplett anhören, aber wir überspringen das ein bisschen schneller. Und tippen es dann richtig ein. Und wapp, voilà, die Tür ist offen. Cool. Ja, ich habe dir erzählt, hier geht was ganz Merkwürdiges vor. Wir haben noch überhaupt keinen Plan. Hier sieht man noch die letzten Überlebenden. Und dann hier schon, dass etwas nicht stimmt. Mutanten. Mutanten? Genau, richtig. Bevor wir aber zu diesen ganzen grässlichen Wesen kommen, hier ist einmal das Skillsystem. Man bekommt für erfüllte Aufträge eben Cybermodule. Die kann man dann aufrüsten, um seine Fähigkeiten dazu zu verbessern, was ziemlich praktisch ist. Am Anfang wird man von so einer Dr. Polito angesprochen. Das ist so eine Frau, hinter der steckt irgendwas, weil die ist die einzige Überlebende, die lotst uns quasi durch die komplette Decks dieses Raumschiff, bis man zu deinem netten Story-Twist kommt, zu dem ich aber jetzt nicht Näheres erfahren werde, verraten möchte. Das müsst ihr dann schon selber rausfinden. Ja, wir wollen ja auch nicht spoilern, sondern euch auch noch die Gelegenheit geben, den Klassiker mal nachzuholen.
Richtig, genau. Der ist seit kurzem bei Good Old Games verfügbar. Ich glaube, für 10 Euro kostet das Ganze. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Zumal es ja super Bewertungen bekommen hat. Metacritic 92 von 100 Punkten. Richtig. Ja, hier gibt es auch paranormale Sachen, die man sieht. Geister, die man unterwegs trifft. Die spinnen die Geschichte auch ein bisschen fort. Hier treffen wir zum ersten Mal selbst auf einen Mutanten, wie man sieht. Ziemlich sehr grässlich. Das atmosphärisch an denen, die sind halt, die kommentieren, wenn sie dich auch nicht entdecken und durch die Gänge patrouillieren, kommentieren die immer das Geschehen. Wenn man die quasi dann auf Schritt und Tritt verfolgt, merkt man irgendwie, dass die eine Art Eigenleben führen. Das ist ziemlich gruselig und scary. Sehr ähnlich auch wie in Bioshock da. Ja, richtig, genau. Dort patrouillieren auch quasi eigenständig durch die Gegner. Hier sieht man, dass hier ganz seltsame Dinge vorgehen. Man kann natürlich auch alle Gegner und alle möglichen Sachen looten. Dort befinden sich dann immer Gegenstände, auch bei Gegnern. Kann man später von denen die Organe entnehmen. Und wenn man dann die Research oder die Forschungsfähigkeit hat, kann man die Organe erforschen und bekommt man zum Beispiel Schadensboni auf diese Gegner. Das ist halt sehr cool gemacht. Und es war seinerzeit auch dem Genre also sehr weit voraus. Also es war kein typischer Shooter, lege das und das um, sondern man musste schon bewusst vorgehen. Waffen nutzen sich beispielsweise nach einer Zeit ab, wenn man da nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügte. Ja, musste man die halt wegschmeißen, entsorgen. Also, wie hat man die Fähigkeiten bekommen? Ja, die Fähigkeiten konntest du dir dann halt durch erfüllte Aufträge und Missionen oder durch Cybermodule, die man in der Spielwelt finden konnte, ja, die hat man dann bekommen und so konnte man dann seine Fähigkeiten nach und nach aufwerten. Auf jeden Fall, ein cooles Spiel, lohnt sich gerade jetzt, wie gesagt, zum Bioshock Infinite Release. Guckt mal rein, für wenig Geld ist es zu haben. Auch in dieser Woche haben wir wieder coole Beiträge von euch bekommen und diesmal haben wir was ganz Besonderes für euch. Das zeigen wir euch im Community Spotlight. Ja, und der Max hier, der ist leider immer noch von unserer Aktion etwas lädiert. Deswegen brauchen wir einen Spezialisten, der sich mit Ultima auskennt. Wir haben nämlich ein E-Book bekommen von unserem User Stubi, das er uns zur Verfügung gestellt hat, und Michi wird uns ein paar Fragen dazu beantworten, beziehungsweise er hat das Buch gelesen und weiß, um was es sich dabei handelt. Michi. Hi. Ja, Stubi hat uns seine kleine Bibel zugeschickt, die leider nicht in diesem riesigen Ding enthalten ist, aber ich finde, die sieht cool aus. Es geht um Ultima. Es geht um Ultima, und zwar gleich alle Spiele der Serie, die Stubi in seinen Blogs über die letzten paar Monate abgearbeitet hat, und die hat er hier zusammengefasst und uns hergeschickt, und davon erzähle ich euch jetzt mal ein paar Dinge und lese euch vielleicht sogar eine Passage vor. Cool, wie ist denn der Fokus? Also es geht um alle Ultima-Titel, hat er einen besonders präferiert oder ist es einfach random? Ich würde sagen, es ist random, aber es gibt ein Kapitel gleich in der Mitte, wo er darüber redet, dass er es ziemlich cool findet, dass Felicia Day und er beide, so heißt das Kapitel übrigens auch, Ultima 7, meine geheime Liebe, dass sie es beide praktisch so genannt haben. Okay, das klingt ja schon mal interessant. Wie viele Seiten hat das Buch? Das habe ich mich auch gefragt, denn er hat keine Seitenangabe angegeben und ich habe es nicht gezählt, aber es scheint noch 100 Seiten auszusehen. Okay, ja, dann erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Mit was fängt es an, mit was schließt es, was ist zwischendrin, was ist cool, was ist schlecht, und eine Kostprobe wollen wir natürlich auch. Also ich denke, als erstes sollte ich euch am besten gleich eine Kostprobe geben, die euch klar macht, was er eigentlich da schreibt, und zwar: Eine junge Frau erschütterte mich besonders schwer, als ich erfuhr, dass sie noch nie von der Ultima-Reihe gehört hatte. Die Stunden, die ich mit dieser großartigen Serie verbrachte, sind ungezählt und vermutlich gehen sie weit in den zwei, wenn nicht sogar dreistelligen Bereich. Also nutze ich sowohl mein Wissen über als auch meine Begeisterung für diese Reihe, um eine Serie von Blogs zu starten. Und genau das passiert dann auch. Okay, und was hat er gemacht mit dem Blog? Er dokumentiert praktisch all seine persönlichen Erlebnisse von den Ultima-Games. Angefangen bei Ultima 1 von Richard Garriott, die hakt er dann ziemlich schnell ab und dann geht er eigentlich weiter über Ultima 4, Ultima 3, Ultima 5, all die ganzen Spiele und auch bis ins Neueste, Ultima Online, das ja immer noch unterstützt wird und Spieler spielen es ja immer noch ziemlich regelmäßig. Das stimmt. Ich bin zwar jetzt nicht so der große Fan, aber ein bisschen kenne ich mich auch aus. Ja, weil was Ultima eigentlich von all den anderen normalen Rollenspielen unterscheidet ist, es hat einen ziemlichen Mix aus Fantasy und Science Fiction. Das erste Spiel bereits gab dir die Option, zu einem Schmied zu gehen und dir ein Raumschiff zu bauen. Das ist mein Ernst, du baust dir ein Raumschiff und fliegst damit in den Mars rein.
in einem Fantasy-Rollenspiel, das sich eigentlich primär an sowas wie Herr der Ringe orientieren würde. Cool. Das Nachtleben war einer der interessantesten Aspekte im Spiel. Obwohl scharfe Frauen wie in Mass Effect fehlten. Mitten in der Nacht trifft sich dann beispielsweise eine Verschwörergruppe in der Nähe eines Dorfes an einem Brunnen und bietet Waren für Verbündete an oder verraten Worte der Macht an vertrauenswürdige Avatare und ihre Kumpels. Falls man selbst ins Gefängnis gesperrt wurde, schleichen nachts auch Fluchthelfer und Widerstandsleute umher und verschenken Schlüssel für die Türen. Das Spiel hatte eine so komische Einmal-Benutzen-Wegwerf-Schlüsselnummer. Stimmt das? Eigentlich schon, denn wenn man eins über die frühesten Ultima-Games sagen konnte, dann, dass sie durchaus manchmal in Positionen reinkamen, wo du Quests abschließt oder Questgeber umbringst und deswegen die einzelnen Missionen nicht mehr abschließen kannst. Ja. Was ich cool finde, das Buch kann man sogar kaufen. Ich glaube, 90 Cent kostet es auf Amazon im PDF- und EPUB-Format. Also, kannst du es empfehlen? Für 90 Cent kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das ist was. Das eine Brötchen, das du beim Bäcker sowieso nicht brauchst. Ist was dran. Ja, dann schaut es euch an. Wir fanden es cool. Könnt ihr euch runterladen und durchlesen. Vielen Dank, Stubi, für die Einsendung. Ihr könnt uns auch immer was schicken. Egal ob E-Book, YouTube-Link oder Safe Games, euren Lieblingsgames. Wir zeigen euch alles, was ihr wollt. Und ja, vielen Dank. Ciao. Ach. Nimm meine Moves. Der Panda ist unbesiegbar. Nee. Ja, glaubst du auch nur du. Jetzt schau dir mal diese mächtigen Hiebe an. Ah! Nein! Yes! Ah, Gott! Tja, Max, da hast du wohl verloren. Ja, echt, Marc, mit solchen Spielen von heute kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Ich auch nicht. Aber wir haben noch ein viel cooleres Spiel. Kid Chameleon. Das haben wir von euch bekommen, von einem User. Und das wollen wir euch mal zeigen. Jo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Euer Mike von Inside Play hier und diesmal spielen wir ein Spiel aus meiner Kindheit. Und da starten wir einfach mal den Einzelspieler. Das nennt sich jetzt Kid Chameleon. Ja, in dem Spiel geht es darum, was ihr gleich auch sehen werdet, dass man ja verschiedene Gestalten annimmt. Das Spiel fing damit, glaube ich, auch an, dass irgendwie ein Junge, ein Teenager in so eine Art Maschine reingegangen ist und dann wurde er irgendwie in diese Welt hier gezogen und hier befinden wir uns nun voller dunklen Kreaturen, die uns natürlich ans Leder wollen. Hier können wir wie bei Super Mario auch Kristalle einsammeln und dann natürlich auch noch andere Features. So, und hier sehen wir schon, jetzt haben wir hier so eine Art Ritterrüstung. Wenn ich richtig in Erinnerung bin, dann kann man damit auch an diesen Metallklötzen hochklettern. Jetzt können wir hier ein bisschen rumjumpen, das geht natürlich auch. Ja, warum zeige ich euch das Spiel? Weil ich das früher eigentlich sehr gerne gezockt habe. So, hier haben wir jetzt auch so, monströse... Ich nenne es mal Panzer und hier auch schon unser nächstes Outfit. So, man kann jetzt hier, hätte ich die Rüstung nicht nehmen müssen, auswählen dürfen. Weil dann hätten wir hier irgendwie noch durchkommen können. Aber jetzt müssen wir uns hier durchschlagen. Hier kommen jetzt so Schleimtropfen runter, die sich gleich auch in irgendwelche außerirdischen Viecher verwandeln. Wie man es hier jetzt sieht. Aber die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Na, geh kaputt, du. Au. Da hat man es auch gehört. Und dass er sich auch beschwert hat. So, jetzt aber hier. Ja. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, genau. Und jetzt sterben wir gleich wieder. Auch nicht. Ein Power-Up hätte ich gerne. Da kommen wir leider nicht dran.
ich rushe jetzt einfach mal durch, so. Fertig, ganz einfach. So, und das nächste Level zeige ich euch jetzt auch noch, High Water Pass. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, das Level. So, Zeit brauchen wir auch ein bisschen. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, bekommen wir gleich diese Rüstung erstmal wieder. Ah ne, wir bekommen den, der ist sehr gut. Auch einer meiner Lieblingscharaktere. Was hat man denn hier für Features nochmal gehabt? Naja, egal. Nein, 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 nein. Den wollte ich doch gar nicht haben. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn das Mikrofon halb ins Bild ragt. Und man nichts erkennt. Ich muss immer so ein bisschen drüber gucken mit einem Auge. Dass man hier auch was am unteren Bildschirmrand erkennen kann hier. Weil mein Mikrofon ist genau in der Mitte positioniert. Und da sieht man halt nicht sehr viel. Und wieder das gleiche Spiel wie eben. Ah, die Schleimdinger fand ich auch immer cool früher. Die kenne ich auch noch. Aber war noch ein bisschen ärgerlich, die Viecher. Weil die lassen da irgendwie immer was droppen. Ihr Schleimzeug da. So, weiter geht's. Ja, genau. So. Ja, das Level hätten wir jetzt auch geschafft. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video vielleicht mal wieder. Euer Mike und ciao. Und wie immer sind wir mit Take 3 auch schon am Ende angelangt. Wie immer gibt es zum Schluss die Facebook-Grüße und Fanpost, die wir bekommen haben. So schreibt uns Benjamin Sauer, super Show, macht weiter so. Christian Kloß kommentiert, ich finde eure Show seit Folge 1 sehr witzig, danke dafür. Und Daniel Kraus kommentiert, macht weiter so, bis jetzt sehr unterhaltsam. Ja, vielen Dank dafür. Vergesst wie immer nicht unsere Facebook-Page, facebook.com/bettertogethercommunity. Schaltet nächste Woche wieder ein und zum Schluss haben wir auch noch was vor, denn weil ich Max vorhin so fies getasert habe, habe ich ihm versprochen, dass wir noch eine Runde Tischtennis spielen. Da freue ich mich sehr, da kriegst du eine Abreibung. Ja, das werden wir noch sehen. Spiel für euch. Ja. Welches? Kid Icarus. Nee, keine Ahnung. Scheiße, ich hab's schon vergessen.